Dieser Wettbewerb ist noch nicht so recht nach meinem Geschmack. Oh, ey. Der hat sein Verfallsdatum auch schon überschritten. Ein weiterer Zauberer. Na, können wir uns mit denen mal unterhalten? Du siehst aus, als würdest du schon länger warten. Nicht gerade der ideale Gast für eine Talkshow. Hm. Ich wüsste nicht, was ich ihm sagen sollte. Also anscheinend nein. Hey Mann, was glaubst du, wie deine Chancen stehen? Ziemlich gut, würde ich sagen. Ach ja? Ich bin ein Druide des 68. Levels und habe 275 Magiepunkte. Oh, das ist schon ganz gut, oder? Ich habe außerdem Jahre damit verbracht, die 7 großen Geheimnisse zu studieren und mit meinem Geist kosmische Wolken erforscht. Mein ganzes Leben habe ich auf diese Anstellung ausgerichtet. Dieser hier könnte zum Problem werden. Ich bin außerdem ein Lieblingscousin des Königs. Dieser hier ist ein Problem. Mhm. Ich muss das Teilnehmerfeld irgendwie ausdünnen. Ja, das ist kein Problem. Pass mal auf. Ich glaube nicht, dass ein unangenehmer Geruch irgendwelche Auswirkungen hat. Nee, bestimmt nicht. Was für eine Zeitverschwendung! Einige Stunden später, nach einer längeren medizinischen Behandlung. An diesen Gestank werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. Das war der Sumpfling-Spezial. Den sollte man nicht unterschätzen. Ah, das ist schon viel besser. Dennoch, ich sollte vielleicht ganz sicher gehen. Du, Junge. Ja. Was ist mit den anderen Teilnehmern passiert? Was ist mit deiner Nase? Ich habe akutes Sumpffieber bekommen. Bislang ist diese Krankheit erst einmal zuvor aufgetreten. Krankheit, sagst du? Ich glaube eher, die sanitären Anlagen hier drinnen sind schuld. Hallo, Bruder! Was hast du gesagt? Ich sagte, hallo, Bruder! Du bist nicht mein Bruder. No. Ich meinte auch mehr im spirituellen Sinne. Bitte? Vergiss es! Ich habe einen höllischen Schnupfen, weißt du? Aha. Ich kann absolut nicht riechen. Das erklärt's natürlich. Was haben wir da für ein Buch liegen? Ein Zauberbuch. Ein gefährliches Utensil in unwissenden Händen. Oh ja, das sollte man besser mitnehmen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Du liest es auf und versorgst es in deiner Tasche. Schau mal an. Ein gefährliches Utensil in unwissenden Händen. Ja, voll mit Bildern. Erstaunlich. Na gut. Ich weiß auch schon, wie wir den loswerden. Warte mal. Mein Sumpfshake Spezial. Da ist eine Warnung an der Seite angebracht. Ja, das kennen wir doch. Sumpfshake verwandelt sich bei Kontakt mit Luft. Das wollte ich so nicht. Ich wollte mich erstmal ihm annähern und dann... Macht er das jetzt? Mmh, lecker. Ich habe die Hälfte aufgehoben. Man weiß ja nie. Mhm. Wo sind denn die anderen alle hin? Sie sahen mich und wussten, dass sie keine Chance hatten. Ist die Nummer 4 noch hier? Sind Sie die Nummer 4? Hallo? Hallo? Was hat er? Das ist nur ein Wanderer, der sich hier einen Moment ausruht. Ach so. Sieht so aus, als wären Sie somit der Einzige. Mhm. Kommt sie. So ein Zufall. Dies ist der einzige Bewerber, Euer Majestät. Nun gut, junger Mann. Möge er uns zeigen, was er kann. Alles klar.
Okay. Sehen und staunen Sie. Ups. Wie wäre es hier mit... Oh, lass es lieber sein, lass es. Aber dieser hier... Wartet. Das habe ich gleich. Da stimmt was nicht. Oh, Sam. Das geht wohl nicht dagegen. Versucht er zu scherzen? Nein. Das muss an der Sternenkonstellation und an dem Stand der Sonne und der Mondfinsternis und den kosmischen Strömungen liegen. An all diesem Zauberkram eben, wisst ihr? Natürlich. Wartet! Oh je. Oh. Er bekommt die Anstellung, aber er soll nicht mehr weiterzaubern. Bitte. Schau, was ich habe. Na, so leicht geht's doch. Simon the Sorcerer, offizieller königlicher Hufzauberer. Was hältst du davon, hä? Ja. Und sie haben immer gesagt, ich würde es zu nichts bringen. Tja. Und jetzt sieh dich an. Ja, da würde ich mal sagen, gehen wir doch mal direkt zum Schloss, oder? Also, Junge, hast du das Geld? Ja, natürlich. Sicher, kein Problem. Sieht so aus, als könne er nun passieren. Mhm. Tja, es scheint tatsächlich so. Also, mach dich auf den Weg. Danke, Jungs. Ja, aber wie komme ich jetzt? Wo ist dein Ausweis? Es ist okay. Ich habe die Jungs da drüben bereits bezahlt. Das mag sein. Aber nur Gäste oder Diener des Königs dürfen hier passieren. Ach, gleich drehe ich durch. Hast du einen offiziellen Ausweis? Natürlich. Klar, hab ich. Hey, er da! Du meinst mich? Knie er nieder, bevor er mit uns redet. Träum ruhig weiter, Kleiner. Endlich kann ich auch mal jemanden so nennen. Wenn er nicht niederkniet, dann muss er sterben. Okay, dann... In 60 bis 70 Jahren vielleicht. Nimm dies. Au! Und dies. Autsch! Und dies! Aua! Das möge ihn lehren, wie er mit einem Prinzen zu reden hat. Du bist ein Prinz? Wir sind in der Tat. Ich bin Simon, der Hofzauberer. Und wir sind Peregrin, Erbe des... Throns? Ja? Von? Du übertreibst mit deinen dramatischen Pausen. Wir sind der Prinz dieses Königreichs. Wir können so dramatisch sein, wie wir möchten. Wir werden eines Tages der König sein und Leute enthaupten lassen. Was ist mit diesem Blasrohr? Was ist mit diesem Blasrohr, mein Lord? Nenn mich einfach Simon. Ich meine damit... Er soll uns mit Mein Lord titulieren. Wie wäre es mit Eure Durchlaucht? Ein König wird mit Durchlaucht tituliert, Unwissender. Prinzen werden mit Mein Lord angesprochen. Natürlich. Ein Blasrohr ist aber keine prinzenwürdige Waffe, oder? Ich schätze, du hast recht.
Unser Vater erlaubt uns nicht, ein echtes Schwert zu tragen. Er sagt, man könne uns keines anvertrauen. Aber es ist nicht fair! Ich will ein echtes Schwert! Keiner nimmt mich ernst, solange ich keines trage. Ich würde es ihnen allen zeigen. Aber du kannst nicht einfach rumlaufen und den Leuten den Kopf abhauen. Ja doch, er ist der Prinz. Wir sind der Prinz. Wir können tun, was uns beliebt. Nimm dies. Au! Also ich bin definitiv dafür... Sollte man die körperliche Züchtigung wieder einführen? Ich bin definitiv dafür, dass wir dem ein Schwert besorgen. Kann man nicht nochmal mit ihm quatschen? Hi! Er darf meine Hand küssen. Und du meinen... Ach, wir sollten ihn dafür enthaupten lassen. Entferne er sich aus unserer Gegenwart. Ja gut. Ich meine, wir haben aber nie... Wir könnten im höchstens aber Brecheisen. Das wird's nicht sein. Ein Zimbel. Zimbel kommt vom lateinischen Zimbalus und heißt so viel wie tierisch laut. Natürlich. So, was haben wir denn hier? Fußballrasse. So. Boah, das arme Kind, ey. Ja, guck mal. Oh. Ja gut, dann kann ich dir auch nicht helfen. Oh, wie fies. Erst glaubt man an sein Spielzeug und dann lassen wir ihn da einfach liegen, ohne dass er weiter geschaukelt wird. Ja, dann wird er mal öffnen. Okay. Das hier scheint so eine Art Brutanstalt zu sein. Das hier scheint so eine Art Brutanstalt zu sein. Nee, die Uhr? Ich glaube, sie braucht die nötiger als ich. Meinst du? Ich glaube, sie braucht die nötiger als ich. Dann können wir mal mit der quatschen. Hallo da oben! Hallo, jemand zu Hause? Hallo! Ich bin schon wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Wo habe ich nur mein Sausephon gelassen? Ja, aus dem ersten Teil, das, ja, stimmt. Damit haben wir ja sogar den Riesen so ein bisschen wecken können. Ja, hätten wir eine Erbse, wäre das was. Sie muss taub sein. Sie muss taub sein. Nee, da werden wir aber wahrscheinlich die Erbse brauchen, ne? Prinzessin auf der Erbse.